Ist dieser Mann geisteskrank? Oder mit wem redet er hier? Also, Jungs, hört mir mal bitte zu, ja? Ich möchte, dass ihr euch heute zurückhaltet. Ich habe ein Date mit einer Frau, die habe ich gerade erst kennengelernt. Da soll nichts schief gehen, okay? Also, versprecht mir das. Alles klar. Von Geisteskrankheit keine Spur. Bei Michael spukt es. Und bisher hat ihm die Gespenster-WG schon jedes Date versaut. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Hallo Michael. Michael hat Julia vor 2 Tagen im Café kennengelernt. Heute hat er sie zu sich nach Hause eingeladen. Ihr Gastgeschenk ist allerdings etwas seltsam. Du magst doch Geisterfilme, oder? Toll, ja, super. Danke. Heute ist... Michael kennt seine Geister genau. Er hat sie nur leider nicht immer im Griff. Zu oft tanzen ihm Poltergeist, Spuk und Co. auf der Nase herum. Noch merkt die junge Frau nichts von den merkwürdigen Vorgängen in Michas Heim. Schöne Wohnung. Micha ist nicht nur aufgeregt, weil er eine hübsche Frau zu Gast hat. Vielmehr macht er sich Sorgen, ob die Geister Ruhe bewahren. Noch verläuft alles ganz normal. Doch dann... Der Kobold schlägt zu. Kobolde sind freche Hausgeister, die es lieben, ihren Hausherrn zu ärgern. Sie können sich unsichtbar machen und Gegenstände bewegen. Die kleinen Wesen leben, wie wir Menschen, am liebsten in Wohnungen oder Häusern. Wie viele Menschen ihre Wohnung mit Kobolden teilen, diese Zahl ist ungewiss. Kann ich dich noch ganz bei Micha zumindest wohnt einer. Ja klar, mach dir wegen mir keinen Stress. Dauert auch nicht lang. Micha hat genug von den Spielchen des Kobolds. Er kennt den kleinen Gesellen schon recht gut. Schließlich wohnt er seit Jahren mit ihm unter einem Dach. Und Micha weiß genau, wie er den Plagegeist los wird. Sobald sich der Kobold bemerkbar macht, sollte man ihm nur kurz Aufmerksamkeit schenken. Und ihn dann am besten ignorieren. Das macht den Kobold nervös. Und er wird sichtbar. Kobolde werden bis zu 175 Jahre alt. Sie sind typische Einzelgänger. Gerne verstecken sie Dinge ihres Gastgebers. Im Grunde sind sie ungefährlich für den Menschen. Wirklich los wird man sie nie. Allerdings, ein beherzter Tritt sorgt für Ruhe. Für mindestens 3 Tage. Der Kobold wird auf diesen Trick immer wieder hereinfallen. Problematischer, der Poltergeist. Der lässt sich nicht so einfach verjagen. Er gehört zu den intelligenten Geistern. Poltergeister sind gefährlich. Nicht selten greifen sie den Menschen an. Vor einer solchen Attacke verrücken sie Dinge in der Wohnung. Der Unterschied zum Spuk, der Poltergeist macht dabei Lärm. Sein Lebensraum, hohle Wände und Schränke. Poltergeister erscheinen hauptsächlich in Häusern, die auf einem alten Friedhof gebaut wurden. Sinnvolle Gegenmaßnahme? Beherztes Handeln bringt den Poltergeist aus dem Konzept. Der Geist wird sich immer wehren, aber letztendlich kann in Ruhe Gewalt bezwingen. Julia wird langsam ungeduldig. So hat sie sich das Date nicht vorgestellt. Und sie konnte nicht mit der Eifersucht der Gespenster rechnen. Der Spuk hat zugeschlagen. Lecker Essen! Im Gegensatz zum Poltergeist kommt er recht leise und unauffällig daher. Vielleicht habe ich zu viel Chili reingetan, ne? Bewirft allerdings, wenn gereizt, gerne Menschen mit Gegenständen. Er wird dabei aber nie gefährlich. Es ist kein Fall dokumentiert, in dem ein Mensch von einem Spuk verletzt wurde. Gegen seinen Hausspuk ist Micha erstmal machtlos. Und er kann nicht vorhersagen, wann er auftaucht. Das macht den Spuk so unkontrollierbar. In den meisten Fällen sind Spukerscheinungen beeindruckend,
aber völlig harmlos. Ein bisschen dünn, der Wein. Ein Spuk, oft auch als Geist zu sehen, erscheint vorwiegend dort, wo ein Mensch grausam sterben musste. Die geschundene Seele geistert dann für alle Zeiten dort herum, wo sie ihr Leid erfuhr. Gespenster sind im Grunde Feiglinge und lassen sich leicht verjagen. Da sie Angst vor ihresgleichen haben, reicht es ihnen, einen Spiegel vorzuhalten. Sie werden sich demjenigen, der sie so erschreckt, nie wieder zeigen. Micha ist sicher, alle Geister und Gespenster vertrieben zu haben. Doch plötzlich tritt er auf. Es gibt auch noch. Der Mann ohne Kopf. Er zeigt sich überall dort, wo ein Mensch geköpft wurde. Durch sein grausiges Antlitz verbreitet er Furcht und Schrecken. Sein Trick? Er ist immer nur für einen Menschen im Raum sichtbar. Nee. Ist alles okay? Da Micha ein Geisterprofi ist, jagt ihm der Mann ohne Kopf keine Angst ein. Er wendet sich ganz einer hübschen Besucherin zu. Nicht nötig. Doch damit konnte er nicht rechnen. Er hat den gefährlichsten aller Geister zu Besuch. Den Dämon. Brutal, grausam und tödlich. Dämonen sind die fürchterlichsten aller Geister. Abwehrmaßnahmen? Keine. Wer einmal den Zaun eines Dämons heraufbeschworen hat, hat keine Chance.